Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur Left-Hook-Kampagne in Warnow. Wir stehen kurz vor den Toren von Kassel, haben beim letzten Mal ja hier das Panzerbataillon angegriffen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns hier effizient aufstellen, dass wir ihm hier vielleicht ein bisschen ärgern können. Ich glaube, das war jetzt sogar gar nicht so super optimal. Die können sich noch mal bewegen. Aber nur zurück. Okay. Dann stellen wir die Scouts mal hier hin. Die Flugabwehr geht mal dahin. So, jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir an die hier rankommen. Das tun wir aber leider nicht, die da an Kassel-Calden stehen. Und die beiden Einheiten, die hier stehen, können auch nicht nochmal kämpfen. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt hier erstmal so aufstellen, dass wir die unterstützen können. Zack. 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 Falls die jetzt hier mit diesem mechanisierten Bataillon, was noch auf 100% ist, uns da jetzt entgegenkommen sollten. So, die Artillerie kann... Guck mal, die geht mal direkt nach vorne und die geht mal eins nach vorne. Dann kann die dann nach dem Rundenwechsel auf jeden Fall helfen. So, hier oben. Die beiden sind jetzt hier ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen. So, Artillerie geht nach vorne. Panzerbataillon und noch ein Panzerbataillon. Die stellen wir jetzt mal hier davor, falls der da auf die Idee kommen sollte. Die Grenadiere, Flugabwehr. Artillerie. Die geht mal dahin. Die geht dahin. Die Panzergrenadiere gehen mal dahin. Die Flugabwehr. Und das Stabsbataillon jetzt hier. Können wir hier oben eigentlich nochmal angreifen? Wir haben ja sogar Angriffsfähigkeiten. Aber wir hatten ja hier, glaube ich, schon mal geguckt. Da sind ein Haufen Packs dabei. Jäger, Grenadiere und die Hubschrauber. Und die sind auch schon ein bisschen angeschlagen. Was wäre denn... Können wir jetzt die die Raketen... Warte mal, die kann nach vorne gehen. Die geht mal nach vorne, die Raketenartillerie, und dann könnte sie hier zum Beispiel gegen die helfen. Oder wir greifen halt hier erstmal seinen Stabsbataillon an. Was hat er denn? Der hat halt ein paar Infanteristen, der hat halt einen Haufen Packs und Metis und Hubschrauber und Metis und Scouts und Flugabwehr. Das heißt, wir können da mit den Hubschraubern auch nicht so richtig hantieren, wie wir das gerne wollen. So, und die hier sehen schon nicht mehr allzu fit aus. So, und gegen die ganzen Met... Hier sind nochmal Panzer. Die könnten wir natürlich mit reinnehmen. Aber die kriege ich hier, glaube ich. Ja, die sind nicht mit aktiv. Welche Karte wäre das denn? Boah, nee. Auf der Map. Ich bin gerade echt am Überlegen. Hier sind auch nochmal Panzer mit dabei. Und die sehen hier alle nicht mehr fit aus. Was haben die hier dabei? Feldjäger, Scout-Hubschrauber, die einfach noch vom Himmel geholt werden. Irgendwelche sinnlosen Panzer, M48er, Milans, Flak und Felddepots halt.
Ach, ich bin da nicht überzeugt von. Stell die mal. Hallo? Stell die mal da auf. Die Flugabwehr geht mal dahin. Und ich merke schon, ich bin am Überlegen, ob ich in einen Rundenwechsel gehen sollte. Um ihn dazu zu zwingen, dass er uns angreift. Weil eigentlich stehen wir gar nicht so schlecht da. Und wir müssen aktuell ein bisschen Zeit gewinnen, damit unsere Verstärkungen ranrücken können. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, hier könnte er uns jetzt fies in den Rücken fallen. Mal gucken, was da passiert. Er zieht die Hubschrauber nach Süden, okay. Er nimmt das Stabsbataillon zu dem Panzerbataillon. Okay, und hier kommt jetzt seine Verstärkung bei Kassel. Ja, das sind Verstärkungseinheiten, so wie die aussehen. Die sind auch alle voll. Er zieht die The da Belgian zurück. 1st Panzer Infantry Brigade is ready for combat, sir. What is your command? Panzerinfanteriebrigade. So, wo stellen wir die auf? Die können wir, glaube ich, hier unten auf. Ne? Wir können sie hier aufstellen. Wir könnten sie da aufstellen. Aber hier unten leider nicht. Obwohl, witzigerweise, das Symbol. Ne, das ist das andere Symbol. Das ist das erste Korps. Okay, dann stellen wir sie definitiv hier auf. Was haben die für Einheiten dabei? Die haben nochmal Leos. Leo 1. Aber schon mit der besseren Kanone. Dann haben sie hier wieder diese tollen belgischen. Okay, gut. Tja, wir können hier, kommen hier nicht durch, ne? Wir könnten jetzt mit denen nach hier unten gehen. Oder wir spekulieren halt drauf, dass er. Wir gehen hier hin. Das ist doch eine gute Idee. Hallo, guck mal. Wir schneiden ihm dort den Weg ab. Die Artillerie geht auch mit nach vorne. Und die rücken dann auf die Position vor. So. Damit können wir hier unten die Frontlinie ein bisschen begradigen. Wir sehen schon diese roten Einheiten. Das sind die Verstärkungseinheiten. Bei uns sind das die gelben, beziehungsweise die orangenen hier. Okay, was hat er denn jetzt hier rangeführt? Er hat er jetzt das Stabsbataillon daran geführt und hat die Scouts mit den Hubschraubern da alleine gelassen. Hier hat er die Hubschrauber zur Verstärkung des mechanisierten Bataillons rangeführt. Und hier hat er uns zwei Panzerbataillone vor die Nase gestellt und hier auch nochmal eins. Okay, das ist spannend. Was haben wir hier? Hier haben wir unsere Artillerie und nochmal Panzer. Haben wir hier irgendwie bessere Panzer? Ne, dann führen wir aber mal die Grenadiere mit hier runter und die Leos. Und die Grenadiere und die Leos, die gehen jetzt mal hier hin. Wir greifen jetzt auf jeden Fall. Hier das mechanisierte Bataillon an. Dafür nehmen wir. Ja, die Leos, die Leo 1 waren gar nicht so schlecht, ne? Mal gucken. Panzergrenadiere, Panzergrenadiere. Die Scots haben eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Und die Highlanders sind schon. Okay, die sehen nicht so gut aus. Gut, wir greifen mit denen an. Wir greifen mit denen an. Und wir greifen mit den Hubschraubern an. So. Angriff vorbereiten. Welche Map? Okay, die kennen wir.
Zack, zack. Hallo, zack, zack. So, dann Artillerieunterstützung. Dann nehmen wir mal die belgische Artillerie. Flugzeugunterstützung brauchen wir jetzt höchstwahrscheinlich eh nicht, weil er jetzt hier überall Flugabwehr aufgestellt hat. Von daher bringt das jetzt nicht wirklich viel. 14 zu 22, knappe Niederlage. Was ist da denn los? Weil er die Hubschrauber mit reinnimmt oder was? Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier noch Flugzeuge mit reinnehme, nämlich die... jetzt muss ich mal gucken, die Briten, dass die uns abgefangen werden. Nö, oder auch nicht. Das hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, dass die nicht abgefangen werden. Okay. Das wird auf jeden Fall jetzt spannend. Das Problem ist, wir müssen schnell in die Punkte rein. Oh, und das ist auf der Map jetzt richtig scheiße. Also Charlie kriegen wir relativ einfach. Aber Alpha und Bravo wird ein ziemliches Projekt, würde ich mal behaupten. Okay, also Artillerie. Team 0. Ihr bekommt einen 3000 Punkte Versorger. Nice. Gut, dann nutzen wir mal die Gelegenheit und nehmen einen Arti-Offizier hier rein. Von wo startet? Das hat hier, die Scouts starten von da. Okay. Dann die Infanterie. Yes, Sir. Ich wollte eigentlich mehr haben. Da rein. Waiting for instructions. Da rein. At your orders. Da rein. So, wir versuchen. Mit den Scouts. Dahin zu gehen. Und wir versuchen ihm da auch. Milans mit hinzustellen an die Flanke. So, wir dürfen nicht vergessen, er hat halt Hubschrauber. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier an Harrion haben. HE, Rocket Cluster und die Bomben. Nehmen wir zwei von denen mit. Die haben AIM 9L Infrarot und die anderen haben teilweise gar keine Anti-Air. Mit unseren Hubschraubern müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufpassen. Hat die Artillerie Flugabwehr? Ja, hat sie. Okay. So, wir brauchen aber Scouts. Waiting for orders. Ich muss immer ein bisschen abschätzen, ab wann wir mit dem Gegner und Scouts rechnen könnten. My pleasure, sir. Um ihm hier halt auch die Hubschrauber. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Javelin LML und Javelin Normal? Die haben 70%, die haben 65%. Das ist Javelin. Das sind eigentlich die gleichen Javelins. Nee, das ist Javelin LML. Okay, gut, das ist. Keine Ahnung, was es genau bedeutet. Haben die mehr Reichweite? Gegen Hubschrauber 2400. Nö, 2475 ist die gleiche Reichweite. Nur die Trefferwahrscheinlichkeit stationär ist ein bisschen eine andere. Okay, dann unsere Panzer. Oh,
führen wir hier über die Flanke. So, die Frage ist natürlich, wie spielen wir das jetzt? Ignorieren wir die komplette linke Flanke? Können wir höchstwahrscheinlich nicht komplett machen, sondern wir müssen uns da sicherlich mal ein paar Scouts hier aufstellen, um zu wissen, falls wir da... Probleme kriegen sollten. Wo stellen wir die denn mal am besten auf, dass wir wissen, dass er kommt? Geh mal dahin. So, er geht. Cool wäre es natürlich, wenn wir die Brücke abdecken könnten. Huch. Na, ihn stelle ich mal hier auf. Und ihn... Ah, das ist schon sehr weit vorgezogen, weil hier wird er auf jeden Fall langkommen. Aber wäre natürlich trotzdem spannend, da was aufzudecken. Wir versuchen es erstmal auf diese Art und Weise. Und ich stelle mal hier noch einen Scout auf. Und ich stelle mal... hier noch einen Scout auf. Die sind jetzt erstmal nur dazu da, um zu gucken, ob er dort irgendwas vorhat. Und wir versuchen dann einfach hier lang, vielleicht Richtung Bravo zu kommen. Das wird punktetechnisch auf jeden Fall spannend. Checklist completed. Ready to go. Wir müssen halt mit den Hubschraubern ein bisschen aufpassen, ne? Also mit unseren auch, weil er hat natürlich gute Flugabwehr. Und die sind alle voll. So, Schlacht starten. Go on control. Go in there. Was macht er? Ach so, oh, er fährt außen rum, weil das schneller ist oder was? Das ist natürlich nicht gut. Schicken die mal hier rüber. Die sind jetzt wieder sehr laut. Wir könnten mal noch einen Offizier zum Backup da reinschicken. Mal gucken, am Ende ist es wieder so, dass er die Hubschrauber gar nicht einsetzt. Das haben wir ja auch schon erlebt. Alles schon erlebt, ne? Du denkst hier, du musst dich übelst drauf vorbereiten. Und am Ende nutzt er die gar nicht. Oh shit, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe die Versorger vergessen. Ich hält. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da habe ich diesmal ein bisschen geschlafen. So, jetzt, wir machen mal kurz Pause. Und schicken hier die Rifles mal da rein und die Warrior mal ein bisschen auseinander. Im Moment noch kein Gegnerkontakt, das finde ich spannend. Wir schicken mal einen Harrier zurück zum Auf... Ach, das war unser Hubschrauber, den ich da höre. Was ist deine Order, Sir? Das Ding ist halt, er führt mit plus 3. Er weiß natürlich, dass er jetzt hier... dass er da nicht viel aktiv machen muss.
Und das ist natürlich so ein bisschen tricky. Wenn sich die KI da jetzt tatsächlich schon darauf ausruht. Let's go and watch out for the reds. Everybody, check your ammo. Haben wir Scout-Hubschrauber? Ja. At your orders. Was sind Ihre Befehle? Naja, guck mal da. Ach, jetzt sind beide auf Nachtanken. Go on, Control. Okay, er setzt also die Hubschrauber auf jeden Fall ein. Keine Munition mehr! Hier, Alpha, kampfbereit! Okay, da ist es irgendwo was. Jetzt kommen sie. Mit den Hubschraubern. What are your orders, sir? Let's go quickly. Changing position. If the enemy's in range, so are we. So, und da fangen unsere Flugabwehr an zu schießen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann pushen wir die natürlich auf und greifen die da an. Noch ein T-80. Das können wir aber hier mit der Milan ganz gut aufhalten und der Jaguar. Geht mal dahin. Jaguar, kampfbereit. Scheiße, war das knapp. Wow, das war knapp. Yes, Captain. One less. Ja, nice. Panzerjäger bereit. Let's go. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? So, Artillerie. Und wir gucken mal, dass wir mit ihm ihn zum Nebeln bringen. Just give me a target. Okay, der Scout ist gespottet. Just point the target. The sky is ours. As fast as we can. Okay. Blue leader to Sunray. I am listening. Okay. Rückwärts marsch und zum Feind. Enemy right up. Get in formation. The captain and his crew welcome you aboard. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr Scouts. Radio check. Red 16, over. Da war noch irgendwo was. Wir dürfen halt jetzt nicht bummeln hier, ne? Platoon is formed and ready. Let's go quickly. Versorger, ja. Verstanden. Aufspüren und sehr gut. Das ist der Offizier. Was haben wir denn hier Schönes? T-80, T-80, T-80. Someone need a guardian angel?
Na, bleibt der mal stehen. Wilco, Red 4 waiting for action. Scheiße, war das so, hier drüben. Die werden angegriffen. Rückwärts Marsch, rund zum Feind. Move cautiously, boys. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Enemy 3 o'clock, high. Sehr gut. Einmal zurück. Nice. Ready to attack control. We'll come. Gut, wir gehen hier weiter vor. Der bleibt stehen und die hier verkaufe ich mal. Der Hubschrauber geht mal mit darüber. So, und du wirfst mal hier. Noch ein Scout. Nice! Schön geworfen. So. Wir müssen halt aufpassen, nicht, dass er hier irgendwo Flugabwehr stehen hat. Deswegen der... Hatte ich nicht noch einen Scout mit dahin geschickt? Hier. Okay. Wir stellen mal hier noch einen Abwehrkollege auf. Und was ich jetzt mache ist, dadurch, dass wir ja nicht bummeln dürfen, wir haben, okay, haben wir nicht, dann hier einen Offizier hin. Blue Leader to Sunray. I am listening. Ah, wir haben nicht mehr genügend Scout-Hubschrauber hier. The captain and his crew welcome you aboard. Brace yourself. We're flying in. Waiting for orders. Recon unit at your orders. So, die Hubschrauber arbeiten hier. Enemy at 3 o'clock. Hi. Wir holen da einen Versorger-Hubschrauber hinterher. Need a ride. Checklist completed. Ready to go. Und versuchen da den Offizier rauszukriegen. Where do you need us, sir? Enemy at 3 o'clock. Hi. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Gute Arbeit, Lichtschütze! Yes, Captain. Panzer, halt! So. Wir zerlegen da die BMPs nach und nach. Someone need a guardian angel? So. Und wir holen mal hier ein paar Rifles dazu. Radio check. Der geht dahin, der geht dahin. I got a hit. Der geht nach vorne. Yes, Captain. Die gehen nach vorne. Hubschrauber, Anti. Die ganzen Mistrals und Javelins da wegzuhaben. Nicht, dass er uns da nochmal mit Hubschraubern auf den Keks geht. So, geht der Scout da raus? T-80. Ja, okay. I need that tail rotor check. Grab the binoculars, Corporal. Where do you need us, sir? Die Scout-Hubschrauber sind halt wertvoll. Someone need a guardian angel?
Die dürfen wir nicht so leichtfertig benutzen. Da steht auf jeden Fall eine Flugabwehr. Ja, da setzen wir jetzt auch schon unsere Artillerie drauf. Wir müssen halt Gas geben und dort einen Offizier reinkriegen. Wir haben nämlich bloß noch 9 Minuten Zeit. Nice. Was sind Ihre Befehle? Gute Arbeit, Lichtschütze. Hey. Radio check. Red 16, over. Enemy at 3 o'clock, high. Yes, Captain. Rückwärts marsch und zum Feind. Wobei, hat die eine Schusslinie? Ja, hat sie. Waiting for orders. Stop and have a look around. Ja, jetzt schießt der Scout da. So. Touchdown. Nice. Da ist die Flugabwehr. Was sind Ihre Befehle? So, er hier. Enemy at 3 o'clock. Hi. War Daddy Red Leader. I am listening. Gucken wir mal, was da kommt. Ein weiterer Offizier. So, und er hier geht mal dahin. Geben wir den raus, den Offizier. Yes. Panzer einsatzbereit. Scheiße, Vater. Volltreffer. Ziel zerstört. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? So. Oh, da kommt noch mehr. Gute Arbeit, Lichtschütze. Lauf zum Gefecht. KI-Laden. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? So, wir brauchen da natürlich noch mehr Infanteristen. Da ist die Tunguska. Okay. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts marsch und zum Feind. Wilco, out. Waiting for instructions. Was macht denn unsere Art? Die schießt immer noch hin. Okay. Interessant. So, 6 Minuten. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Nicht schießen! Wir geben auf! Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Gute Arbeit, Lichtschütze! Klar zum Gefecht! KI laden! Noch ein T-80. Enemy spotted. Noch ein T-80. Gute Arbeit, Lichtschütze! Was sind Ihre Befehle? Ara, langsam rückwärts! Die Frage ist, ob wir da einen... den Hubschrauber hinkriegen. Going there. Wir wurden getroffen! IMS ausgefallen! Gute Arbeit! Nice! Zum Befehl! Tara, langsam rückwärts machen!
Nice, die Flugabwehr war jetzt wichtig. So, die Infanteristen sind... Oh, oh, shit. Die nehmen nicht den Weg, den ich für sie vorgesehen habe. Welcher ist denn das? Das sind die hier. Ihr geht mal dahin. Dahin. Oh shit. Yes, sir. Moving out. Komm auf her! Die schießen! Wir geben auf! I need that tail rotor check. I got a hit! Ward Unity Red Leader. I am listening. Kreuzreiter! Sie zerstört! Was sind Ihre Befehle? Oh, das ist jetzt hart hier. Alpha an alle. Punktüberprüfung. Kommen. Okay. Jetzt neuer Versuch, ihn hier ranzubringen. Er geht erstmal wieder hier rüber. Die Panzer gehen da wieder weg. Wir haben jetzt erstmal ausgeglichen, indem wir da halt... Ah, hier, guck mal. Rein da mit euch. Und die gehen mal dahin. Nicht, dass er jetzt nochmal mit Hubschraubern kommt. Enemy spotted. Radio check. Höre sie klar und deutlich. I am listening, Captain. Wir wurden getroffen! Ihm ist ausgefallen! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? So, und was wir machen ist... noch weitere Supplies hier ranbringen. Hä? Was kommt da denn noch? Gute Arbeit, okay. Dahin. So. This is Red 2, enemy spotted. Oh, scheiße. Der nächste. Alpha an alle. Punktüberprüfung. Oh, dreh dich! Ei! Ja, da war er nicht der Schnellste, was das Drehen angeht. So, zurück. Er hat sich jetzt hier tatsächlich mit dem Scout da reingesneakt. Gute Arbeit, Wichschütze! Wohl, Hauptmann! Move! An alle Einheiten. Feind gesichtet. Was sind Ihre Befehle? Ara, langsam rückwärts machen. Hier Alpha, kampfbereit. Wir könnten mal den Scout-Hubschrauber mit nach vorne nehmen. So, gut wäre es natürlich, wenn wir ihm jetzt aus dem Punkt da raus pushen. I am listening, Captain. Moving out. So, den hier verkaufen wir jetzt mal. Hier ist noch ein Leo. Vollgas voraus! Oh. Was haben wir da? Die erstmal zurück. Er geht mit nach vorne. Die gehen dahin. Der geht mal dahin. Eventuell kann der Marder da unterstützen. Spotted. Oh shit. Sir.
Jetzt macht er genau das, was ich vermutet habe. Jetzt kommt er hier nämlich mit Hubschraubern. Ah, das ist nur ein Versorgerhubschrauber, okay. Oh, 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 oh. Er pusht mich da massiv raus. Enemy spotted. Bomber ready. Schießt er auf den Hubschrauber? Wow, das war knapp. Okay, er hat da jetzt anscheinend ein paar Panzer reingebracht. Und jetzt muss ich mal. Jetzt haben die sich ja ausgeladen, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Glad to get a ride. Copy, sir. Waiting for instructions. So, die Leos. Was macht er hier eigentlich? Achso, er wirft da. Oh, und er schießt parallel auf den Versorger. Nice. So, T-80 geht. Da stand was. Schön, 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 schön. So, jetzt holen wir uns den dazu. Die steigen da ein. Und die gehen mal bitte jetzt in den letzten hier, der noch. Da ist noch ein T-80. Was sind Ihre Befehle? Schossen! Keine Munition mehr! Rückwärts marsch! Der T-80 geht raus. Was haben wir hier oben? Ein Offizier, der kann uns gerade ein bisschen egal sein. Das Teil geht mal. Ach, guck mal hier. Geht mal euch Oh shit. Ja. Er countert da jetzt unsere Artillerie. Was sind Ihre Befehle? Enemy spotted. Tank ready. Aber der Punkt gehört komplett uns jetzt. Das ist interessant. Everybody, check your ammo. Wilco. Gute Arbeit, Lichtschütze. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Koppel. Kommt schon, fahrt mal weiter. Panzer, marsch, marsch. Na, er hat wieder einen Offizier reingeführt, ist in den Punkt. What are the orders? Die hier starten mal wieder. Oh, hallo! Wir wurden getroffen! Ihm ist ausgefallen! Oh,
Winchester. Verdammt! Sie schießen! Sie geben auf! Oh, das war ein guter Wurf! If the enemy's in range, so are we. Gute Arbeit, Winchester! Parkt der ganze Gegner. Tross. Radio check. Höre sie klar und deutlich. Voll Hauptmann. Lol. Enemy spotted. Platoon is formed and ready. So, es sind noch 78 Punkte. Let's go and stay quiet. Someone need a guardian angel? I have nothing else planned for this afternoon. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. As you command, sir. I'm all ears. Driving at full speed. Мобильность и маневренность. Ja, jetzt schießt er mit seiner Artillerie dahin. Nice. I got a hit. Alpha an alle. Punktüberprüfung kommen. Okay, aber er setzt zum Glück seine Hubschrauber nicht in dem Maße. Okay. One less enemy. Tank ready. As fast as we can. Enemy at 3 o'clock. Das ist seine Artillerie. Nein, nicht, dass er über die Flanke kommt. Das wäre eklig. So. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir da jetzt ein bisschen wildern könnten. Enemy at 3 o'clock. Hi. Checklist completed. Ready to go. Und ich brauche hier mal. Fighting is hot. Let's hope there won't be any enemy air defense. Wo braucht ihr unsere Feuerkraft? Enemy spotted. Auf wen schießt denn jetzt unsere die Artillerie? Die schießt auf die hier. Okay, wir ziehen uns da mal kurz raus. Ja, die werden da jetzt beschossen. Ich höre, Hauptmann. Der Offizier geht mal woanders hin und unsere Artillerie wechselt nochmal die Position. Panzer einsatzbereit. Radio check. Höre sie klar und deutlich. Driving at full speed. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Da ist das Scheißding. Da ist noch eine Flugabwehr. Da war eine Flugabwehr. Da ist noch ein BMP. Das treffen wir gerade nicht. Die Artillerie da flüchtet. So, dann weiter in die Richtung erstmal. Da kommt ein BMP. Da war ein BMP. Ne, noch nicht ganz. So, ich brauche
Ich brauche halt Versorger hier und nicht nur die Hubschrauber. So, er hier geht mal zurück. Okay, die gehen wieder rein. So, und der muss da, der Warrior muss da jetzt helfen. Ja, sehr gut. Hier waren jetzt irgendwo welche. Das ist schlecht. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Okay, ich glaube, wir müssen hier noch mal mit ein bisschen Bomben kurz Hallo sagen. 60 Punkte sind es noch. Der Versorger ist da, das ist jetzt wichtig, dahin. So, die Leos. Da ist wieder eine Raketenartillerie von ihm. Okay, du, mein Freund, gehst mir da ein bisschen auf den Keks. So. Er geht dahin, die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin. Wir brauchen da auf jeden Fall erstmal wieder Munition. So, sehr gut. Der Punkt gehört wieder uns. Da kommt ein nächstes neues BMP über die Brücke gefahren. Nice, wir ziehen uns hier wieder zurück. 30 mm bringt eh keine Punkte. So. Diesmal müsste ich mich rechtzeitig bewegt haben, dass er mich da nicht countert. Das ist gut. So, der landet. Der fliegt jetzt auch hier rüber.
Die gehen wieder rein. Wobei, ne, warte mal, ihr müsst euch nochmal auffrischen. Ihr seid noch nicht aufgefrischt. Der Offizier hat nicht mehr so viele Panzerfäuste. Nice. Oh, der Hubschrauber hat noch... Haben wir nicht noch mehr Hubschrauber hier? Wow. Okay, dann... Landen. Da ist jetzt ein Hubschrauber von ihm. Da führen wir die mal ran und wir holen mal unsere heißgeliebten Fliegerfäuste dazu, die ja so super geil sind. Aber Klasse statt Masse, ne? Masse statt Klasse, so rum. So, wo ist denn der Scout, den wir hier hatten? Der ist da. Ja. Ja, da kommt er jetzt mit noch mehr Hubschraubern. So, und da werfen wir mal. Okay, da geht der Scout raus. So, 41 Punkte hat er noch. Nice. Sehr gut. Aber der Harrier könnte jetzt auch... Ja, der geht da leider raus. Und ich brauche nochmal einen Scout hier. Das wird jetzt schwierig. Dann nehmen wir mal das Fahrzeug dafür. So, die bleiben da erstmal stehen. 35 Punkte, das sollte jetzt eigentlich machbar sein. Sehr gut. Die 30 mm belegen wir da jetzt mit Artilleriefeuer. Oh, hallo, guck mal, da ist eine Raketenartillerie. Die packt er da so gönnerweise auf seinem... auf seiner... Na, guck mal. Da ist noch ein Versorgerhubschrauber. So.
gehen mal zurück. Da kommt BMP, Hubschrauber. Fliegerfäuste. Gucken mal, ob sie da helfen können. Da ist noch ein Offizier von ihm. Naja, wir wissen ja, dass die Fliegerfäuste scheiße sind. Auch das ist jetzt hier wieder keine Überraschung. So, verkaufen, verkaufen. Oh, hallo. Wo ist denn unser Scout-Hubschrauber? Den könnten wir jetzt nochmal einsetzen hier. Schießt die Artillerie auf die falsche Position. Immer. Wir gucken jetzt, ob wir hier nochmal diese Freifläche aufkriegen. Oh yes. Da tummelt sich jetzt ein Haufen Infanterie von ihm. ...29 Punkte, das sollten wir doch eigentlich jetzt hinkriegen, ihm da ein bisschen Infanterie wegzuäumeln. Ja, BMP, das machen die Panzer. Das BMP dazu. Ich glaube, ich flipp aus. Da ist nochmal eine Raketenartillerie von ihm. Okay, hier wird schon wieder geballert. Wir nehmen die da mal mit hin. Und versorgen sie da. 10 Minuten haben wir. Ne, 10 Minuten bis zum Sieg. Und die Runde läuft aber. Das wird knapp. Das schaffen wir nicht. Wir müssen ihm auf jeden Fall alle Punkte wegnehmen. Also alle Moralpunkte. Hier steht auch noch ein Leo, wie kommt denn der da hin? Das ist interessant. So. Scheiße. Das war damit der letzte Scout-Hubschrauber. Ich hasse diese... Wieso repariert denn der das hier nicht? Ich hasse die Iglas, die sind so krass von ihm. Hubschrauber. Haufen Infanterie da. Gut, aber diesmal da nichts mehr, was unseren Panzern oder so was anhaben kann.
Na, von wo hat jetzt die Artillerie geschossen? Da. Wie schnell die da eingezielt ist. Da kommt noch mal jemand. Ein Scout. So, 8 Punkte sind es jetzt noch. Den Scout fangen wir mal direkt ab. Oh, hallo, Fahrzeug. So, 6 Punkte. Hier ist sowieso eine Flugabwehr. Lol. Ach, schau mal einer an. Er hat immer noch eine verdammte Raketenartillerie. Was ist das? Ein BMP. Ja, das sollten doch jetzt irgendwie genug Punkte sein hier. Ein Punkt noch. Komm, das schaffen wir. Da, die Infanterie, der Scout. Nice. Da haben wir ihm jetzt richtig wehgetan. Wir haben zwar leider jetzt bei dem Hubschrauberbataillon alle Scout-Hubschrauber verloren. Das heißt, wir müssen, also Scouts sind tatsächlich ein Problem mittlerweile. Wir haben einen Harrier verloren, zwei Leos, ein Hellarm. Das ist insgesamt alles völlig in Ordnung. Ja, wir haben zwei Hubschrauber und einen Scout hier. Aber wir haben ihm jetzt hier richtig wehgetan mit diesem Angriff. Die waren vorher auf 100%. Er hat auf jeden Fall noch zwei T-80er. Und die Hubschrauber. Ja, die Hubschrauber hat er nicht richtig zum Einsatz gebracht. Aber trotzdem, das war richtig gut. Er hat die Raketenartillerie mit drin, deswegen waren es 180 Punkte. Wir haben ihm gerade 180 Moralpunkte hier rausgeschossen. Also das war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion, muss man sagen. Und die Hubschrauber, die sind jetzt auch auf desorganisiert. Das heißt, die können wir jetzt einfach mal eben locker flockig rausnehmen. Das sollten wir auch tun, damit er die ja nicht wieder reinbringen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, geben Wonfen, Kulle, Kürtano, Carbine, Rico, Rohrblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.